Sommerlandstraße in Höhe der Einmündung Holzstraße. Ja, am heutigen Abend wurden wir darüber informiert, dass eine Radfahrerin eine Kollision mit einem LKW gehabt hätte. Das Ganze im Bereich der Gemeinde Bettburg-Hau auf der Sommerlandstraße, Höhe Erfgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine 73-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Fahrrad aus der Straße Schlenk aus bislang komplett ungeklärter Ursache auf die Sommerlandstraße gefahren und dort vermutlich seitlich mit einem LKW kollidiert, der aus Richtung Kalkheim Richtung Kleve gefahren ist. Der Fahrer hat von dem Unfall zunächst nicht allzu viel gemerkt und hat etwas später erst angehalten, weil er im Rückspiegel festgestellt hat, da ist irgendetwas. Daraufhin, wie gesagt, hat er angehalten und der eingesetzte Notarzt konnte hier vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Wir sind zurzeit mit starken Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und natürlich auch der Polizei hier im Einsatz. Der Opferschutz hat die Angehörigen soweit schon benachrichtigt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam, in dem Fall aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen, ist auf dem Weg hierhin, um die Unfallspuren, die Unfallstelle entsprechend aufzunehmen, die Unfallspuren zu sichern. War der Ehemann direkt dabei und musste das mit ansehen? Nach derzeitigem Stand ja, er ist wohl hinter ihr gefahren, konnte aber auch nicht mehr verhindern, dass sie auf die Straße gefahren ist. Wie gesagt, der genaue Unfallhergang, der wird noch zu ermitteln sein. Wie gesagt, bis jetzt für uns ungeklärte Ursache, warum die Frau hier einfach die Straße gequert hat. Der Lkw-Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Kleve, der mit dem Sattelzug hier unterwegs war, für den ist es natürlich auch eine sehr schwierige Situation. Er steht leicht unter Schock, wird auch von unserem Opferschutz betreut und er hat entsprechende Hilfsangebote von uns bekommen. Wir müssen schauen, wie es ihm in die nächste Zeit geht. Aber neben den Angehörigen gilt auch ihm nach derzeitigem Stand unschuldig an dem Verkehrsunfall, der ihn zumindest nicht verhindern konnte. Auch unser Mitgefühl, weil auch das ist eine Situation, die absolut belastend ist. Aber so viele